Howdy, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Red Dead Redemption. Kurze Ankündigung, Freunde, ich hatte es ja gestern schon mal angesprochen und ich möchte es jetzt auch nochmal sagen. Liebe Freunde, morgen kommt ein brandneues Let's Play auf diesem Kanal von einem Spiel, das morgen auch erscheint, am 18.10. Ich sage mal noch nicht, welches Spiel das ist, aber wenn ihr letzte Folge schon gegoogelt habt, dann wisst ihr, was morgen kommt. Und ich freue mich ganz, ganz sehr drauf, Freunde. Also, ich gehe mal davon aus, dass es morgen 13 Uhr, so wie Mirror's Edge, erscheinen wird. Und ja, also wenn ihr arbeiten seid oder in der Schule oder sonst wie, ist egal, Freunde. Dann macht da bitte dem Lehrer, dem Chef, wem auch immer klar, Leute, ich kann jetzt nicht hier bleiben. Ich muss Ruckel gucken. Das, ne? Also ich hoffe. Okay, wir sind mit der Ehre fast voll. Ruhm plus 5 ist ja ein Traum. Was? Junge. Habe ich ihm die Kontaktlinse rausgeschossen oder was wird denn das? Gut, ich überlasse ihm jetzt einfach mal seinem Schicksal. Ja. Letzte Folge lief es ja alles nicht so optimal. Das Programm Virtual Controller hat sich verabschiedet. Dann habe ich aus Versehen, ohne es zu merken, das ganze Spiel verschoben in OBS, muss ich dann größer ziehen. Also, Freunde, es tut mir leid, letzte Folge. Ich hoffe, das läuft jetzt besser. So, jetzt aber, was machen wir? So, wir können jetzt, in der letzten Folge haben wir ja mit der ganzen Truppe Fort Mercer überfallen. Jetzt könnte ich mit Irish nach Mexiko, aber das mache ich mal noch nicht, weil ich versuche mal, ich denke mal, das ist dann hier, sind wir dann vielleicht fertig, ne? Also ich denke, wir kommen dann auch wieder zurück, aber ich guck mal auf jeden Fall in den Herausforderungen nochmal. Was war da jetzt als nächstes? Überlebenskünstler Level 4. Sammle 8 Feigenkakteen zusätzlich zu denen, die du vielleicht schon hast. Nein, habe ich nicht. Du findest dieses Kraut in und um Punta Orgullo. Wunderschön. So, dann haben wir eine neue Karte. Das können wir ja mal verfolgen. So. Wo war die immer? Die war immer unter B, ne? Die war hier in dem Menü, oder? Schatzkarte, genau. Dann kicken wir da mal drauf. Rio del Lober? Lese ich das richtig? So. Okay, eins ist an irgendeiner Klippe. Da ist ein Haus und da ist so eine Kochstelle. Da müssen wir hin. Denn müssen wir da zwischen so Gestein durch. Ich kann das leider auch nicht lesen, was da an Text steht. Never. Was? Nee. Nee, kann ich nicht entziffern. Okay. Wo könnte dit denn sein? Wo könnte dit sein? Der steht hier einfach immer noch so. So, ich rufe mir jetzt mal irgendein Pferd. Es kommt ja irgendeins an. Das ist jetzt offiziell unser neues. Ist das etwa Pfeffi? Pfeffi hatte da auch so einen Fleck, aber der war nicht rot, wa? Vielleicht ist es auch jetzt durch die Nacht. Ich. Keine Ahnung. Keine Ahnung. So. Dann können wir vielleicht noch einen Steckbrief mitnehmen. Machen wir jetzt einfach so ein bisschen nebenbei Kram. Ah, Pfeffi aus dem Weg. Würde sagen, den nehme ich gleich mal mit. Kopfgeld verdienen, ja, zack. Keine Ahnung, wer das ist, aber die gesuchte Person wurde zuletzt bei Rio del Lobo gesehen. Okay, machen wir uns mal auf den Weg.
würde sagen, ich reite einfach rein. Nichts mit Auskundschaften und so. Einfach schön mit Daddy da rein und dann hat sich die Sache. Hoffentlich. So, wo ist denn der Jute? Ist das wieder... Ja, ist nicht so weit weg. Ich weiß auch nicht... Ich überlege immer noch wegen einer Schatzkarte. Ich gucke auch mal schnell Optionen. Nein. Journal. Herausforderung. Punta Orgullo. Wo ist denn das? Überhaupt. Ach, das ist hier. Hier war ja noch gar nicht, oder? Oder war ich hier schon? Ich glaube nicht. Okay, weiß ich erstmal Bescheid. Aber wir holen uns jetzt erstmal den Bandito. Näherst dich dem letzten bekannten Aufenthaltsort der gesuchten Person. Alles klar. Guck mal, hier haben wir Klippe. Vielleicht war ja Glück und der Schatz ist irgendwo hier. Ah! Pfeffi, komm! Genau, ein bisschen darüber. Jawohl, genau, jetzt kommen wir hier runter. Mach ich das ohne Pferd? Fährt. Dauert ja ewig bis hier hoch. Ho, 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 Marston! Was wird denn das? Oh mein Gott. Das ist eine richtig beschissene Stelle. Okay. Kurz verweilen, Freunde, kurz verweilen. Kurz nachladen. Alter Mann, Marston! Wo zielst du denn hin? So. Die kann ich ja jetzt looten, der Typ haut ja nicht ab, oder? Haut er ab? Nee, der rennt da irgendwie rum. Oh Gott, der haut ab! Der haut ab! Nein! Pfeffi! Pfeffi, komm! Wo ist denn der jetzt? Wo ist Pfeffi? Scheißegal, dann nehme ich jetzt irgendein anderes Pferd. Let's go! Komm, 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 komm! Ich dachte, der bleibt da, der haut ab. Und Pfeffi kommt jetzt hinterher. Schön mit den Kojoten reiten, Junge. Oh, oh, oh nein! Nein! Oh. Den holen wir uns. Den holen wir uns, Freunde. Da ist er doch. Da ist er doch. Soll ich ihn nicht einfach abknallen wegen 10 Dollar, was ich da weniger kriege? Knall ich den auch einfach ab, oder? Boah, Alter, Junge, Hut weggeschossen oder was? Das kann doch nicht sein! Ey, hör mal! Junge, wie reitet der? Was, Junge? Ich knall die jetzt nur noch ab. Ich fange die doch nicht mehr. Junge, die Arbeit mache ich mir doch nicht. So, wo ist er? Komm jetzt her, du. Das ist... Und dann lebt der jetzt noch, oder was? So, komm.
So, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Bin ich jetzt hingeritten? Ach du Scheiße. So. Okay. Das machen wir folgendermaßen. Ich habe jetzt keine Zeit, um mein Lager aufzuschlagen. Was? Warum? Ich habe alle Zeit der Welt. Ja, das ist schon ganz gut gemacht vom Spiel, ne? Du kannst zwar die Schnellreise immer benutzen, also wohin du willst, aber die funktioniert halt in dem Oh. Ach, deswegen. Habe ich keine Zeit. Verstehe. Ach du Scheiße. Ich glaube, das war... Weil... Kann der Mast nicht schwimmen? Kann der... Bin ich schon mal ertrunken? Ist das... Ich erinnere mich gar nicht. Kann er nicht schwimmen? Oh, was ist denn heute los? Das ist doch aber... Ach, mache ich das jetzt nochmal? Dann muss ich wieder außerhalb von der Ortschaft... So, pass auf, folgendes. Was habe ich denn jetzt? Jetzt habe ich irgendwas. Du besitzt ein neues Pferd. Es kommt, wenn du pfeifst und erscheint bei deinem Lagerplatz oder Wohnsitz. Ich habe aus Versehen jetzt Streitross ausgewählt. Ich bin doch aus der Ortschaft raus, Mann! Na also. So. Es tut mir leid, Freunde, dass wir jetzt so lange hier rumeiern, aber... Wir reisen da jetzt hin. Und dann... Was mache ich dann? Dann... Suche ich nach... Zeig mal, was wir hier für ein neues Pferd haben. Vor allem, wenn das verreckt wieder, ne? Junge, ist auch hübsch hier, der neue Pfeffi. Der neue Pfeffi. Entschuldigung, falsch ausgesprochen. Oder ich reite... Ach nee, ich muss die ja vorher abknallen. Ich muss den ja looten. So, komm. Der andere lebt jetzt einfach wieder. Das kann doch nicht wahr sein. Mars, warum lädst du denn jetzt so oft nach? Habe ich da nur zwei Schuss oder was? Ich habe da nur zwei Schuss. Und jetzt schnell dahin. Jetzt schnell dahin, Marsten. Komm, komm. Dass der ja nicht erst einen Abgang macht. So, komm, 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 komm. Ja, looten, 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 looten. Pferd. Pfeffi! Pfeffi! Komm! Ja, sehr gut. Und jetzt schnell zurück. Let's go! So muss das eigentlich ablaufen, Freunde. So und nicht anders. So, und jetzt ja nicht ins Wasser fallen wieder. Das ist mein Kryptonit. Wasser. Okay. Das ist aber
wie ein strammes Rost, du. Kann das sein, dass das schneller ist? Venter's Place. Oh Gott, sie kommen. Prima, und er lebt einfach noch. So, ich bin schon wieder vom Weg abgekommen. Ich muss hier lang. Ja, da ist Armadillo. Wir schaffen es, Freunde, wir schaffen es. $20 kassieren. Ey. Zack, schönen guten Tag. Na ja, schön. Er rubbelte $80? Hauptsache wieder am Schritt rumrubbeln, war Marston? So, pass auf. Jetzt. Ich würde sagen, nach Mexiko machen wir wirklich in der nächsten Folge dann. Ich check jetzt einfach mal hier unten aus. Machen wir einfach mal, was ist das denn hier? Ist das eine kleine Stadt oder was ist das? Ich mache mir einfach mal hier einen Wegpunkt. Oder auch nicht. Warum nicht? Komme ich da noch nicht hin oder was? Oder warum? Oder mache ich zuerst das Fragezeichen? David Spold. Machen wir zuerst das. Dann gucke ich, ob ich da noch die Kakteen einsammeln kann. So. Eiskalter Revolver hält Menüeintrag aktualisiert. Okay. So, pass auf. Mutterkraut. Nee, will ich nicht. Will ich nicht. Ekelhaft. Einfaches Camp. Zack, dass wir wenigstens ein bisschen noch was schaffen, die Folge. Zum Zielort reisen. Wegpunkt. Geh zu dem verwundeten Fremden nahe der Kiste. Nahe der Kisten. So. Zack. Zack. Und los geht's. Was ist denn das? Warum habe ich denn da jetzt ein gelbes Symbol? Erinnere mich, hatte ich das nicht schon mal gemacht? Und da hatte ich da nicht überlegt, wie ich in die Mine reinkomme? Winde benutzen. Und so komme ich in die Mine. Oh, das Programm hat sich verabschiedet. Virtual Controller. Geil. Zack. Kurz den Burschen looten. So, jetzt ist die Bude hochgefahren, oder was?
schießen die jetzt von da unten? Sag mal, wie komme ich da runter? Hör mal, Winde benutzen. Damit fahre ich doch das Ding hier. Oh Gott. Vorsicht, Vorsicht, Marston. Oder nicht? Was mache ich falsch? Was ist mit der Mucke los? Und mal, fährt das jetzt hoch vielleicht? Jetzt fährt das hoch. Okay, aber wie komme ich runter? Heiliger, sag mal, schießen die da echt von da unten? So, und nun muss ich mich da einfach raufstellen oder wird... Zack. Und nun kann ich die Winde anschießen oder was? Wie komme ich jetzt runter? Oder vielleicht, wenn die runterfährt, aufspringen. Vielleicht ist es das. Probieren wir das mal. Das geht doch nach hinten los, Freunde. Das geht doch nach hinten los. Na komm, Marston, Mann. Mann, ey. Komm. Okay, schnell, 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 schnell. Nein, 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 nein. Okay, schnell rum, schnell rum, schnell rum. Das hat geklappt, das hat geklappt. Die Frage ist, wo sind die? Das ist natürlich auch geil, so in die Mine zu kommen, wa? Hier könnte ich aussteigen. Hier könnte ich... Okay, ich bleib lieber drin. Oh. So, jetzt komm. Oh Gott, oh Gott. Muss ich den hier befreien, oder was? Los, schnell. Jimmy, I didn't know you were a miner. I'm not, sport. This is the first time that I've ever been underground. But I like getting a preview of being buried. Den hat man an der Haltestelle kennengelernt. Your eastern wit is wasted on my dumb western brain, sport. Oh, don't worry, you're not missing much. I'm beginning to think that this article will be better written on a tropical island in the arms of a beautiful maiden. Interesting idea. Now, can we get out of here? Yes, please. Der Witzbold Journal Eintrag hinzugefügt. Ist die Quest jetzt abgeschlossen? Ist das jetzt abgeschlossen? Ja, ne? So, das war's dann mit der Munition. Ich muss eh auf das andere Gewehr wechseln. Noch ein paar mehr Schuss. Komm! Dankeschön. So, von hier aus... Von hier aus kann ich nicht schnell reisen, oder? Wahrscheinlich nicht. Ich muss einfach nur einen Ausgang finden, Freunde. Oh,
Mann! Machen wir die jetzt noch schnell fertig. Dann haben wir vielleicht sogar noch Zeit für einen Kaktus. Guck mal hier. Zack, Junge. $72. Gehe zum Minenausgang. Ich versuche mein Glück. Ich habe das Gefühl, der Ausgang ist in diese Richtung. Nein, Marston! Ist schon ein bisschen unheimlich hier unten. Oh Gott, die dürfen nicht auf das TNT schießen. Marston, geh doch bitte in Deckung wieder. Wir machen das. Du bist ein Schweinepriester. Komm. Und es geht weiter. Gaptooth Breach abgeschlossen. Nice. Aber die schießen doch auch auf mich! Du bist ein aufrechter Ritter in der öden Weite des Wilden Westens. Voll. Gesetzeshüter und Augenzeugen berichten nur über Verbrechen, nachdem du den ersten Mord begangen hast. Nice, cool. Geil, ich hab das doch abgeschlossen. Warum sind jetzt hier sofort wieder Banditen? Egal, ich mach einen Abgang. Oh, wartet mal, Freunde, da ist eine Hütte. Da ist eine Hütte. Hatten wir nicht? Karte. Nein. Quatsch. Journal. Nein. Quatsch. Schatzkarte. Hier ist auf jeden Fall eine Hütte, aber das ist nicht hier, ne? Das ist, glaube ich, nicht hier. Oder? Wo sind wir jetzt hier auf der Karte? Gaptooth Breach. Ich würde gerne auf die Schatzkarte gucken. Kann ich das jetzt schnell bitte? Journal? Nein, nein, schon wieder falsch. Schatzkarte. Da müsste man von der Hütte aus, aber die Hütte steht ja auch mitten an der Klippe. Von der Hütte aus müsste man auf eine Klippe gucken können, wo so eine Feuer, so eine Kochstelle ist. Aber das kann ich nicht. Ist hier nicht. Könnte die... Nee, das ist woanders. Das ist woanders. Okay. So, ich rufe mir jetzt erstmal den Pfeffi her. Wo ist denn der schon wieder? Sag mal, wie... Junge, Junge. Treibt sich in der Weltgeschichte rum. So. Aber jetzt. Nee, Quatsch. Ich muss ja... Ich will ja noch schnell... Das schaffen wir die Folge noch. Ich will ja noch schnell... Nee, das muss ja eben sein. Das muss ja eben sein. So. Zack. Karte.
Ist ja gar nicht so weit weg. Warum komme ich da nicht hin? Warum kann ich da keinen... Ist das echt noch nicht freigeschalten? Oder ist... Ach, weißt du, warum? Das... Ich... Das hier ist Mexiko, oder wie? Das ist dann Mexiko? Kann es sein, dass ich deswegen nicht? Und dann hier mit dem Irish nach drüben, oder was? Das wird sein, Freunde. Das ist der Punkt. Okay. Dann reisen wir jetzt zu dem Irish. Machen wir so. Wir gucken noch nach den Kakteen. Und dann... Nee, Quatsch. Zack, einfaches Camp. Machen wir das so, Freunde. So, nach Wegpunkt reisen. So machen wir das. Hannigan Steed. Okay. So, dann würde ich sagen, beenden wir hier das Ganze. Mache in der nächsten Folge hier weiter. Ach nee, ich kann ja hier nicht speichern. Gut, das mache ich aber offscreen. Ich speichere offscreen und dann sehen wir uns morgen an dieser Stelle wieder. So würde ich es machen. Ja. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Genau. Ich überlege, ob es noch irgendwas zu sagen gibt. Morgen, ganz wichtig, Let's Play. Ne? Neues Let's Play. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns morgen. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.